Sehr verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu diesem lang ersehnten Video der deutschen Schlachtschiffe. Denn heute können wir die deutschen Schlachtschiffe nicht nur, wie ich sie ja schon mal in einem Video gezeigt habe, sehen von den Modellen her. Nein, heute sehen wir uns auch die Stats eben dieser an. Leider noch nicht Bewegtbilder, sondern jetzt erstmal ein kleiner Überblick eben über diese. Aber das ist ja schon mal sehr spannend, um auch mal hier einen kleinen Eindruck zu bekommen. Damit fangen wir an und schauen erstmal den Forschungsbaum an. Der Forschungsbaum, seht ihr hier, fängt bei den Schlachtschiffen ab Tier 3 an, beginnt dann mit der Nassau und kommt von der Kolberg. Nassau ist eben dieses Schiff. Da sehen wir, es gibt einen A-Rumpf, das ist eben dieser, den wir hier sehen. Und dann wird es auch noch einen B-Rumpf geben, den schauen wir uns gleich an. Was an der Nassau natürlich auffällt, sind die Turmvorgaben, dass wir hier vorne und hinten jeweils einen haben und an den Seiten dann die zwei Stück. Die Kanonen bleiben immer die gleichen, wir haben immer die 283 mm mit 22,2 Sekunden Ladezeit, 51,4 Sekunden Dauer für die 180 Grad Kehre, wobei, wie gesagt, es gar nicht so schlimm ist durch die seitlich positionierten Türme. HE Granatenhöchstschaden 3200 und AP 7200. Der A-Rumpf sieht wie folgt aus, der B-Rumpf ist dann eben dieser, bekommt mehr Trefferpunkte und 35.400 dann in Summe und auch ein paar Flaks. Das heißt, wir forschen den mal natürlich. Die Forschungskosten und die Einbaukosten, die sind natürlich noch nicht final, sondern aktuell hier so auf meinem Account. Da kann ich euch leider auch nicht sagen, wie hoch die ausfallen werden, aber der wird sich natürlich an den anderen schätzungsweise orientieren. Feuerleitanlage, dass wir hier eine Reichweite von in Summe 10,1 Kilometer erreichen. Und einen Motor kann man auch noch erforschen, sodass wir 20 Knoten Endgeschwindigkeit haben. Die Verbrauchsmaterialien, die eher klassischen, die Verbesserung sind diese beiden, die hier eingebaut werden können. Ich spare mir jetzt hier mal das Thema Tarnungen, das haben wir uns auch ja schon so ein bisschen angesehen, sondern wir gehen direkt auf die wichtigen Fakten und zwar zu den Daten. Wir haben noch ein paar Schiffe vor uns, deswegen machen wir das so. Trefferpunkte 35.400, Panzerung sehen wir hier nochmal im Detail, Torpedoschutz, Schadensverringerung 13%, Artillerie und eben sechsmal diese zwei Kanonen mit 283 mm Sekundärbewaffnung. Auch eins vielleicht noch zu der Hauptbatterie, 19% HE-Brandwahrscheinlichkeit und natürlich auch immer die Granatengeschwindigkeit. Ein spannender Fakt, Sekundärbewaffnung, 4 Kilometer Reichweite, 7% Wahrscheinlichkeit. 4 Kilometer, überall die Reichweite. Also, wenn euch was auf 4 Kilometer rankommt, da wird es dann lustig. 10,1 der Hauptbatterie, Flugabwehr ist sehr, sehr minimalistisch. Mit 7 Schaden auf 3 Kilometer. Manövrierfähigkeit, Höchstgeschwindigkeit 20 Knoten, Wendekreisradius 510 Meter und Ruderstellzeit 11,2. Verborgenheit, Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser 10,4 und zu Luft 8,3. Und ich denke, es ist vielleicht doch rund, wenn wir uns hier noch das Thema Tarnung anschauen, deswegen machen wir das auch noch schnell mit. Typ 1, Typ 2, Typ 5. Und Typ 6. So, jetzt haben wir das auch gesehen und springen direkt weiter zum nächsten Schiff, der Kaiser. Es fällt sofort auf, an der Positionierung der Kanone wurde noch festgehalten. Man hat immer noch seitlich die beiden Versetzten, die dann aber eben freischwenkbar hier sind und eben nicht nur so. Man hat vorne einen Turm, hinten zwei. Hier in dem Fall haben wir jetzt aber 305 mm Geschütze, die eine Ladezeit von 26 Sekunden haben, 60 Sekunden Dauer für die 180 Grad Geräte, also das dauert deutlich länger. HE Granatenhöchstschaden 3,4, AP 8,3. Der Rumpf, auch hier gibt es wieder einen B-Rumpf, der dann deutlich mehr Hitpoints hat, 46.400 nämlich in Summe. Sekundärgeschütze, nochmal zwei dazu auf 18 und auch Flaks werden deutlichst verstärkt. Sieht man auch hier, um ganze 9 Punkte steigt das Ganze dann. Die Feuerleitanlage bringt die Reichweite auf ein finales Ergebnis von 14,6 Kilometer und die Leistung dann auf 23 Knoten
Endgeschwindigkeit. Verbesserungen, diese beiden Möglichkeiten, die ihr einbauen könnt, und Verbrauchsmaterial, auch hier die Klassiker. Das Äußere, Typ 1, Typ 2, Typ 5 und Typ 6. Die harten Zahlen, Daten, Fakten auch hier nochmal. 46.400 Hitpoints, Panzerung, Torpedoschutz, Schadensverringerung hier jetzt bei 22%, also deutlich besser als beim Vorgängerschiff. Die Hauptbatterie 5x2 mit 305 mm, natürlich hier die Brandwahrscheinlichkeit 23% und auch natürlich Granatengeschwindigkeit 850 Meter pro Sekunde bzw. HE 855. Sekundärbewaffnung 7% bei 4,5 Kilometer oder auch 4,5 Kilometer hier. Die Reichweite der Hauptbatterie haben wir ja schon gesehen, 14,6. Flugabwehr, deutlich besser als beim Vorgänger, wobei das nicht schwierig ist. 39 Schaden bei 2 Kilometer, 13 bei 3,5 und 32 bei 4. Höchstgeschwindigkeit haben wir auch gesehen, 23 Knoten, Wendekreisradius 600 Meter, Ruderstellzeit 13 Sekunden. Zu Wasser werdet ihr bei 14,2 erkannt und zu Luft bei 10,5. Auf die Kaiser folgt die König. Da sehen wir schon, dass es hier drei Rümpfe geben wird. Hier dann die ersten fast normalen Anordnungen der Türme, aber auch hier in der Mitte gibt es wieder einen, der frei rotierbar ist und dementsprechend hat man dann fünf Türme auf eine Seite möglich. 305 mm Geschütze, Ladezeit 26 Sekunden, Dauer für die 180 Grad Kehre 60, HE Schaden 3,4, AP 8,3. Die Rümpfe gehen wir mal durch. Mit dem B-Rumpf haben wir 47.100 Hitpoints. Sekundärgeschütze fallen ein paar weg, dafür 14 Flak dazu. Und der C-Rumpf, sehen wir, die Hitpoints bleiben bei 47,1. Sekundärgeschütze weg, dafür 14 Flak-Fetten dazu. Kann euch jetzt ehrlicherweise nicht ganz genau sagen, was der Vorteil dann da so ist vom B-Rumpf zum C-Rumpf. Können wir ja mal auch anschauen. Flugabwehr verlieren wir da deutlich. Das ist also der Unterschied. Gut, haben wir das geklärt? Feuerleitanlage, 16 Kilometer Reichweite und der Motor 24 Knoten Endgeschwindigkeit. Die Verbrauchsmaterialien, auch hier sehen wir wieder die alten bekannten Verbesserungen. Diese drei Slots zur Verfügung. Das Äußere, Typ 1, Typ 2, Typ 5 und Typ 6. Wir haben gesehen, der C-Rumpf 47.100 Hitpoints, Panzerung, hier nochmal alle Details. Torpedoschutz, Verringerung 22%. Wir haben eben 5x2, 305 mm mit 23% Brandwahrscheinlichkeit. Auch hier wieder 850 Meter pro Sekunde mit AP und sogar hier 850 Meter pro Sekunde mit HE. Sekundärbewaffnung 4,5 Kilometer, 9% Brandwahrscheinlichkeit. Auch hier wieder die 4,5 Kilometer. Feuerreichweite 16 Kilometer. Die Flaks 2 Kilometer 18, 12 bei 2, 16 bei 3,5 und 66 bei 4,5. Höchstgeschwindigkeit hier die 24 Knoten, Wendekreisradius 620 und die Ruderstellzeit 13,2. Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser sind 14,6 und zu Luft 10,6. Jetzt nähern wir uns langsam auch mal den höheren Tiers. Jetzt kommen wir nämlich zum Tier 6 Schlachtschiff und das ist die Bayern. Die Bayern sehen wir jetzt hier sofort, das erste Schlachtschiff, was wirklich die ganz klassische Anordnung hat. Zwei Türme vorne, zwei Türme hinten und nichts mehr in der Mitte. Hier haben wir auch 380 mm Geschütze. Ladezeit 30 Sekunden, 180 Grad Kehre 51,4, HE-Schaden 4,5, AP-Schaden 10,9. Also da haben wir jetzt mal richtig dicke Dinger drauf.
Der B-Rumpf verbessert den Trefferpunkt-Pool auf 51.600. Sekundärgeschütze fallen weg, dafür deutlich mehr Flachs. Man sieht es auch, Flugabwehr wird extrem gepusht damit. Feuerleitanlage auf 17,7 Kilometer. Und der Motor dann auf 25 Knoten. Verbesserungen, hier jetzt der vierte Slot vorhanden. Verbrauchsmaterial, auch da pro forma, dass ihr seht, auch hier alte Bekannte. Äußeres, Typ 1, Typ 2, Typ 5, Typ 6. Gut. Übrigens hier, das ist die MGT20-Tarnung, wenn ihr euch wundert, was ist denn das überhaupt? Gab es für die Reise nach Bovington oder auf Offline-Events, also nicht wundern, die sind dafür jetzt nicht standesgemäß für das Schiff. Überlebensfähigkeit. Hammer 51.600, Panzerung hier alle Werte einzeln. Torpedoschutz, Schadensverringerung hier nur noch 19% bei der Bayern. Artillerie, die 380 mm 4x2. Brandwahrscheinlichkeit 35%, also das ist wirklich verhältnismäßig viel. Dafür die Granatengeschwindigkeit mit 800 Meter pro Sekunde auch langsamer als bei den Vorgängern. Sekundärbewaffnung 9% Brandwahrscheinlichkeit bei 5 Kilometer. Und 5 Kilometer auch hier natürlich weiterhin. Feuerreichweite 17,7 hatten wir schon. Flugabwehr jetzt wieder ein bisschen spannender. Bei 2 Kilometer 25 Schaden, 6 Schaden bei 2. 16 bei 3,5 und 100 bei 4,5. Manövrierfähigkeit, Höchstgeschwindigkeit 25 Knoten, Wendekreisradius 630 Meter, Ruderstellzeit 13,9 und zu Wasser werdet ihr bei 13,9 aufgehen, zu Luft bei 10,9. Jetzt sieht man schon eins der ersten Schiffe, worauf ganz viele warten. Gerade mit dem Thema Scharnhorst ist natürlich hier die Kneisenau sehr, sehr nahe beieinander. Deswegen jetzt hier die Kneisenau. Und das ist, glaube ich, die Bewaffnung, die viele bei der Scharnhorst ursprünglich erwartet hatten. Die hat die Kneisenau bekommen, und zwar die 380 mm Geschütze, Ladezeit 26 Sekunden, 36 für die Kehre, 4400 HE Schaden, 11600 AP. Hier gibt es zwei Rümpfe, der andere verbessert die Trefferpunkte auf 58.200, Sekundärgeschütztürme weg, dafür noch ein paar Flaks dazu. Ja, aber ihr seht natürlich, nur weil was dazu oder wegkommt, dementsprechend verändern kann sich das aber nach wie vor. Dann hier auch Torpedos. Ladezeit 68 Sekunden. Höchstschaden 13.700. Torpedogeschwindigkeit 64 Knoten. Torpedoreichweite 6 Kilometer. So wie es ihr ja von der Scharnhorst auch kennt. Feuerleitanlage 19,5 Kilometer Reichweite mit den Geschützen. Und 160.000 PS bedeuten 32 Knoten. Endgeschwindigkeit. Jetzt bekommen wir hier auch das erste Mal unseren Aufklärer oder wahlweise auch Katapultjäger, wenn ihr damit lieber spielt. Ansonsten bleibt die Reparaturmannschaft und das Schadensbegrenzungsteam. Der vierte Slot nach wie vor hier aktiv. Und das Äußere. Typ 1. Typ 2. Typ 5. Und Typ 6. So, die Trefferpunkte hat man schon, die Panzerung, hier nochmal die einzelnen Werte, teilweise aber hier auch deutlich weniger Panzerung als seine Vorgänger, gerade das Thema Bugging Tech sehen wir hier recht, recht weich. Torpedoschutz, Schadensverringerung 22%, die Hauptbatterie hat 34% Brandwahrscheinlichkeit mit den 380mm Geschützen, 820 Meter pro Sekunde mit AP und HE. Die Sekundärbewaffnung 5% Brandwahrscheinlichkeit und kommt 5 Kilometer. Torpedos, wie gesagt, das erste Mal hier zu sehen, sehen wir jetzt auch nochmal zwei Torpedowerfer, jeweils einer auf einer Seite, sehen wir hier mit dann in Summe drei Torpedos. Dauer für 180 Grad Kehre 7,2 Sekunden hier, Torpedo-Erkennbarkeitsreichweite 1,3. Ja, 6 Kilometer hat man schon, Torpedogeschwindigkeit 64 Knoten ebenfalls, die Flachs natürlich wieder ein Thema. 50 Schaden bei 2 Kilometer, 42 bei 2, 62 bei 3,5
und 136 bei 5-2. Also das ist eine Flak, mit der man auch definitiv den einen oder anderen Flieger vom Himmel holen kann wird. Manövrierbarkeit, Höchstgeschwindigkeit 32 Knoten, 830 Meter Wendekreisradius, Ruderstellzeit 14,7. Zu Wasser geht ihr bei 15,7 auf, zu Luft bei 13. Und wenn das eins der Schiffe war, wo am meisten drauf gewartet worden ist, glaube ich, können wir jetzt sagen, dass im Vorhinein zur Gamescom 2015 dieses Schiff das Allerheiligste war und da hatten sich die meisten drauf gefreut, und zwar die Bismarck. Dieses Tier 8 Schlachtschiff, ein Träumchen, kann man ganz klar sagen. Wunderschön, ist wirklich, wirklich fein gestaltet, aber kennen wir ja auch schon von der Tirpitz. Und bitte nach wie vor nicht wundern, auch wenn die Tirpitz das Schwesterschiff ist, hier bei diesem Schiff gibt es keine Torpedos. Ja, was ist ansonsten zu sagen? Hier ist der 5. Slot dazugekommen. Das heißt, ihr könnt euch da jetzt dementsprechend bedienen. Verbrauchsmaterial. Hier die hydroakustische Suche jetzt möglich. Auch ganz neu. Hier ab Tier 8 hydroakustische Suche. Danach natürlich Aufklärungsflugzeug Katapultjäger oder die Reparaturmannschaft. Natürlich auch Schadensbegrenzungsteam, ganz, ganz klar. 380 mm Geschütze, Ladezeit 26 Sekunden, Dauer für die 180 Grad Kehre 36, HE-Schaden 4,4, AP 11,6. Also da wird die Spreizung schon deutlich größer. Der B-Rumpf verbessert die Hitpoints auf 69,2. Flaklafetten werden deutlich mehr. Feuerleitanlage, 21,2 Kilometer Reichweite. Und der Motor bringt das Ganze dann auf 31 Knoten Endgeschwindigkeit. Zum Äußeren. Typ 1. Typ 2. Typ 5. Und auch natürlich hier Typ 6. Trefferpunkte hatten wir. Panzerung hier auch dann schon wieder etwas besser, wobei auch hier Bug und Heck 32 bis 60 mm, da solltet ihr dann natürlich versuchen, dass da nicht unbedingt so leicht drauf geschossen werden kann. Torpedoschutzschadensverringerung 22%, aber die Artillerie ist natürlich das Sahnestück mit 34% Brandwahrscheinlichkeit, 820 Meter Granatengeschwindigkeit für AP und HE und ansonsten die Streuung natürlich auch immer ein Thema. Vergleicht es auch so ein bisschen selbst, also dass ihr mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie ist das im Vergleich zu anderen Schiffen. Brandwahrscheinlichkeit nach HE-Granatentreffer 9%, Feuerreichweite 7 Kilometer. Und hier bleibt es natürlich bei 7 und hier die 8% Brandwahrscheinlichkeit. 21,2 Feuerreichweite und die Flak 42 Schaden bei 2, 96 bei 2, 103 bei 3,5 und 133 bei 4,5. Höchstgeschwindigkeit 31 Knoten haben wir gesehen. Wendekreisradius 850 Meter bei einer Ruderstellzeit von 16 Sekunden. Und zu Wasser geht er bei 16,4 Kilometer auf, zu Luft dann bei 14,7. Das war das eigentlich das ehemalig wichtigste Schiff. Jetzt kommen wir aber zu den beiden Highlights, und zwar zum 9er und 10er. Das sind so mittlerweile die Schiffe, die am meisten und am spannendsten gesehen werden. Friedrich der Große hier und Friedrich der Große, genauso wie der große Kurfürst, sind wirklich groß. Also da schaut mal, Vergleich euch an, gibt da unzählige Bilder mittlerweile im Netz. Die beiden Schiffe sind wirklich, wirklich groß. Wir haben hier 406 mm Kanonen standardgemäß. Ladezeit wären 28 Sekunden. Dauer für die 180 Grad Kehre 32,7. 4800 Schaden mit HE 12,7 mit AP. Ich würde die natürlich dann dementsprechend zeigen mit der 420 mm. Das heißt, Ladezeit 32 Sekunden, Dauer für die 180 Grad 32,7, 5000 HE Granatendurchschaden und 13,5 AP. Also hier ist dann die Spreizung schon ganz klar pro AP, ohne Frage. Der B-Rumpf hat 11.800 Hitpoints mehr, deutlich bessere Flaks und dementsprechend natürlich hier weit überlegen. Die Feuerleitanlage kommt dann in Summe auf 20,3 Kilometer Reichweite und eine Endgeschwindigkeit von 30 Knoten. Auch hier haben wir wieder die hydroakustische Suche. Auch hier Aufklärungsflugzeug Katapultjäger. Natürlich Reparaturmannschaft und natürlich Schadensbegrenzungsteam. Und der 6. Slot hier dann mittlerweile vorhanden. Also jetzt kann man sein Schiff dann langsam wirklich teuer pushen. Das Äußere
Typ 1, Typ 2, Typ 5 und Typ 6. So, wir sehen sie hier natürlich in der besten Ausführung mit 84.300 Hitpoints. Panzerung hier nochmal zu sehen. Torpedoschutzschadensverringerung 25%. Die Artillerie hat eine Granatengeschwindigkeit von 800 Meter pro Sekunde mit AP und HE. Brandwahrscheinlichkeit nach HE-Granatentreffer 41% und die Streuung 265 Meter. Sekundärbewaffnung kommt 7 Kilometer weit mit 9% oder alternativ 4 die andere mit 8%. Flakbewaffnung 38 Schaden bei 2 Kilometer, 268 bei 3,5 und 133 bei 4,5. Höchstgeschwindigkeit haben wir gesehen, 30 Knoten, Wendekreisradius 940 Meter, also wir nähern uns der Kilometermarke, Ruderstellzeit 17,5 Sekunden. Und die Erkennbarkeit ist natürlich sehr, sehr weit, nämlich 16,8 oder 16 dann zu Luft. Also das ist definitiv mittlerweile schon Werte, die sehr hoch gehen. Und man sieht hier auch, nach Abfallen des Hauptgeschützes 28,9, also da kann man prinzipiell sagen, ihr geht eigentlich fast auf der ganzen Karte gefühlt auf. Gut, das zu diesem fast größten Schiff und jetzt schauen wir uns wirklich das dickste Ding an, und zwar Großer Kurfürst. Das ist hier mit seiner sehr, sehr auch imposanten Bewaffnung. Bei der Großen Kurfürst zu sagen, man kann auch hier, bekommt das Schiff, wenn man es neu bekommt, auch mit der 406mm Bewaffnung. Ladezeit ist hier etwas kürzer mit 29 Sekunden, Dauer 180 Grad Kehre 40, der Schaden etwas weniger 4,8 mit HE und 12,7 mit AP. Der Rumpf bleibt immer der gleiche. Feuerleitanlage 20,6 und Motor 30 Knoten. Und auch so ein Thema, man kommt mit dem Schiff bei weitem nicht so weit wie manch andere 10er, also da ein bisschen aufpassen. Die Verbesserungen bleiben alle, wie schon vom Vorgänger gesehen. Und auch die Verbrauchsmaterialien, auch die 1:1 gleich wie bei den Vorgängerschiffen, also hier keine Veränderung. Äußeres, Typ 1, Typ 2, Typ 5 und Typ 6. So, dieses Schiff hat es nochmal verdient, dass wir uns einmal drum rumzoomen, aber das habe ich ja schon auch in dem Vorgängervideo ohne die Daten gemacht, also wäre das so alles nochmal ein bisschen detaillierter sehen wir, wie die Schiffe so ausschauen, kann ich da das andere Video empfehlen. Da habe ich mich der Optik etwas mehr gewidmet und konnte natürlich da nicht auf die Zahlen eingehen. Überlebensfähigkeit, 88.000 Hitpoints, hier die Panzerung, Torpedoschutz, Schadensverringerung 25%, die Artillerie 800 Meter pro Sekunde AP und HE Schaden, 41% Brandwahrscheinlichkeit und 268 Meter maximale Streuung. Sekundärbewaffnung schießt 7 Kilometer weit mit 5% Brandwahrscheinlichkeit bzw. 8%. Feuerreichweite haben wir gesehen 10,6 Kilometer. Die Flakbewaffnung 62 Schaden bei 2 Kilometer, 195 bei 5 und 124 bei 5,2. Höchstgeschwindigkeit 30 Knoten und hier knacken wir den Kilometer Wendekreisradius 10 oder beziehungsweise 1050 Meter. Ich wollte gerade 10 Kilometer sagen, das wäre ein bisschen arg viel. Nee, 1050 Meter, Ruderstellzeit 19,4 und hier nochmal das Thema Verborgenheit fast gar nicht mehr gegeben. 17,6 zu Wasser, 18,7 aus der Luft und gerade wenn man schießt, fast 30 Kilometer. Also das ist wirklich so, mit der ist man prinzipiell daueroffen. Ja, das waren jetzt die deutschen Schlachtschiffe. Jetzt mal mit allen Zahlen, allen Daten und Fakten und wir nähern uns immer mehr, dass wir diese Schiffe live sehen dürfen. Ich freue mich darauf, auch schon die euch präsentieren zu können. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Werte so findet. Diskutiert gerne darüber. Ich bin sehr gespannt und gehe auch so weit möglich darauf ein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.